Eigentlich wäre es ja gut, wenn ich mir direkt irgendwas, wenn ich direkt im Garten irgendwas hätte, wo man auch eine gute Mahlzeit draus machen könnte, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie pflanzt man Pilze eigentlich an? Wie vermehrt man die eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. So. Ja, schlafen einmal. So, jetzt haben wir nur einen Pilzgarten. Ja. Ich werde aber gleich mal... So, was haben wir da drin? Da haben wir dann roten und... Ah! Zwei von denen wieder. Das kommt dann genau hin. Eine Schüssel, da jetzt die andere... Wir haben beide gegessen, oder? Beide Dingens. Das heißt, man kriegt die Schüssel zurück. Das ist auch cool. So, haben wir nochmal zwei Pilzsuppen gemacht. Das ist doch ganz toll. So. Ach ja, genau. Was ich jetzt machen wollte, wäre hier einmal die Kürbisgarten zu nehmen und mal zu gucken, was da genau drin ist. Ich glaube, da könnte ganz nützliches Zeug drin sein. Ja, guck mal. Oder? Winterkürbis, Zuckermelone, Gurken. Gurken sind sehr gut. Die dürfen wir auf keinen Fall einfach so essen. Die müssen wir direkt anpflanzen. So. Ja, und Zuckermelone. Warte mal, man kann ja eigentlich so gucken. Ne? Ach nee, das ist das Rezept. Wie konnte man da nochmal... Nee, wie konnte man nochmal gucken, wie... Oder das... Musste man das... Warte mal. Wenn ich jetzt hier Zuckermelone eingebe und dann Rechtsklick drauf mache. Genau, dann sieht man, was man daraus machen kann. Minzpie. Früchte allerlei. Zimtpulver. Oh Gott, nee, das ist, glaube ich, ein bisschen zu advanced. Gut, dann... Lass reinhauen, wa? Die können wir dann essen. Oh. Gibt ja gar nicht so wenig. Gibt eine ganze Keule. Nicht schlecht. Vielleicht sollten wir die dann doch nicht unbedingt also essen. Ja, ich weiß es nicht. Gut, am Haus können wir dann jetzt weitermachen eigentlich, ne? Theoretisch schon. So, ach Moment. Ich müsste eigentlich mal nochmal zwei Kisten machen, wenn ich ehrlich bin. So. So, dann legen wir hier mal dieses Werkzeug rein. Jawohl, komm, das passt. So, und hier haben wir Holz reingelegt gehabt. Genau. Das hole ich mir mal wieder. Und die Schüssel, die brauchen wir auch nicht. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. War das da unten Holz? Ich weiß es gar nicht, aber das könnte man schon auch aus Holz machen. Vor allem, weil hier so viel Holz ist. Und da könnte doch auch ein Balken rein. Da müsste doch eigentlich... Ich glaube, da müsste sogar ein Balken rein, ne? Oder? Ich weiß es nicht genau. Ich könnte natürlich auch noch ein paar Treppen machen. Warte mal kurz. Ich mache jetzt erstmal ein was glaube ich, zukünftig einiges an Lauferei ersparen wird. So, huch, da bin ich kurz erschrocken. So, hier müsste natürlich auch noch ein Boden rein, aber gut. So. Ja, machen wir 4. Halt. So. Genau. Ja, also den Querbalken haben wir ja. Ah, so. Ist das dann richtig so? Warte mal kurz. Ich guck noch mal gerade was. Boah, muss wohl richtig so sein. Okay, warte mal. Ich baue mal schon mal ein bisschen was von der oberen Etage. Ich zimmer hier mal zwei Blöcke höher noch drauf. Aha, die Kuh nutzt wie jede zivilisierte Kuh die Treppe. Ja. Das ist eine sehr zivilisierte Kuh. So. Ja. So. Nein. Verdammt. So. Das ist ja erstmal der Grobaufbau, ne? Man muss ja nicht immer direkt die Fenster drin haben und so, weil das ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig.
So, genau, jetzt. Jetzt wäre es. Auf welcher Höhe? Ach so. Aua. Warte mal. Geht das so? Das geht so, ne? Ja, genau. So hatte ich das gemacht. Sieht ja eigentlich ganz geil aus, ne? So quasi als Balkenhalter. Ach, guck mal, da kann ich doch eigentlich mal ganz kurz sprinten. Nur ganz kurz. Nicht so schlimm. So, da haben wir den einzelnen, das einzelne Holz noch. Na, no, was? Noch, nö. Ja, ganz toll. Das ist immer noch so. Das war auch damals schon so. Warte mal, das kann doch nicht richtig sein. Außer. Ach so, jetzt verstehe ich. Ah. Ja. Wir müssen das hier leider nochmal wegreißen. Ah. So war das also. Ich schlauer Fuchs. Oder dummer, ich weiß es nicht. Jedenfalls geht die Etage hier ein weiter nach vorne. So ist das also. Tja, die geht wirklich ein nach vorne. Ich mach das einfach mal so. Ja, wir müssen das eigentlich... Haben wir jetzt nicht mehr Holz dabei? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ja, das ist halt echt... Oh, guck mal. Da ist schon was gewachsen. Das ist halt... Ach so, nee, Moment. Ja, ja, bau das Holz wieder genau dahin, wo es war. Das ist halt echt das Ding, weil das so teuer ist, wenn du da so Rohholz baust, ne? Das ist echt verdammt teuer. Aua. Ja, das, ja, ja. Genau. Jetzt verstehe ich, warum das so komisch versetzt war auch. Geht. Boah, da muss man dann natürlich auch mal ein bisschen gucken, wie man das macht, ne? Aber an der Seite war das nicht breiter gewesen, ne? Guck nochmal. Ne, an der Seite war das nicht breiter. Jawohl. Okay, gut. Ja, dann bräuchtest du nämlich auch drei nebeneinander quasi. Das wäre dann auch ein bisschen blöd. Das sieht dann wieder doof aus. Na gut, das wird schon passen so, ne? Ach ja, ich wollte hier Carpenter-Blöcke machen, genau. Aber ob wir das jetzt schon brauchen für eine Tür, ich weiß auch nicht. Vielleicht zimmer ich erstmal einen Boden rein. Ja, komm, ich sprint jetzt mal ganz kurz. Ganz kurz muss ich mir das mal erlauben, denn... Um den Boden reinzuzimmern, brauchen wir natürlich auch die Schaufeln. Komm. Genau, bevor man Tür reinmacht, muss man erstmal einen Boden reinmachen, weil sonst die Türen da wieder wegfallen. So. Und da ist die Schaufel auch gleich kaputt. So. Na, na, na. Ach ja, ach ja, so. Ich bräuchte vielleicht ein Gesprächsthema, wa? Tja, ich weiß auch nicht. WoW, nein. Hatten wir jetzt schon. So. Mach einfach nochmal alles weg. Kann auch sein, dass wir vielleicht... Ach, verdammt, stimmt. Jetzt fällt mir gerade was ein. Bodentechnisch. Das wollte ich gerade sagen. Könnte auch sein, dass wir später den Boden noch verändern. Ja, zum Beispiel ja mit einem Chisel. Oder Chisel. Ah, das müsste ich dann eigentlich vorher machen. Das heißt, wir bauen uns gleich mal ein, wenn ich das überhaupt schon kann. Ein Chisel. Das ist nämlich ein richtig geiles Tool. Oh Gott. Da. Ein Chisel. Alles klar. Ein Stick und ein Eisen. Das ist natürlich sehr günstig. Ja, gut. Machen wir das halt so.
Einmal haben wir noch in der. Einmal haben wir noch in der Tasche. Moment, ich guck jetzt mal. Oder? Warte. Ich leg das mal so da rein. Welches war das gewesen? Das da war es, glaube ich, gewesen. Nee, ich muss das einmal so gucken. Tut mir leid. Ja. Das da war es, glaube ich, ne? Das hatte ich, glaube ich, damals. Warte mal. Ich muss das anders machen. Ich muss vielleicht erstmal testen, was mir denn jetzt am besten gefällt, ne? Das heißt, ich muss hier mal durchwechseln. Warte mal, hier mache ich mal wieder. Erstmal auf Standard zurück. So, die ersten fallen mir auf jeden Fall noch nicht. So. So, das ist natürlich auch richtig geil mit dem Chiser. Ah ja, das da wäre, glaube ich, das gewesen. Sieht ja eigentlich ganz geil aus. Aber das da könnte noch geiler sein. Ach, guck mal, da kommt wieder die Sims-Musik. Die passt doch jetzt wieder. Ja, ich glaube, das könnte noch geiler sein. Da gehe ich mal ganz kurz ins Bett. Guck mal, wie lange sich das jetzt hält, da unten, das, unser Hunger, ne? Vor allem dadurch, dass wir halt jetzt, schlafe ich überhaupt? Oh, ja, ich hab... jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, genau, ja. Unser Hunger hält jetzt besser. Und das wird dann vor allem dadurch sein, dass wir... dass wir jetzt eben da unten Fett haben, ne? Das ist das hier. Das gelb umrandete dabei beim Essen. Ja, und das wird auch noch recht wichtig, beziehungsweise ist es halt einfach recht wichtig. Nee, das ist doof, ne? Das ist total doof. Ja, jetzt hab ich das schon, ja. So, ich mach einmal so. Das ändert sich total viel dadurch, ey. Wow. Warte mal. Nee. Oh, nee, das kannst du ja komplett vergessen. Nee, das ist auch, glaube ich, zu grob, ne? Ja, nee, das ist... Das wäre gar nicht schön. Das vielleicht. Muss ich mich konzentrieren. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Oh Gott, der Chisel ist schon halb kaputt. Oh Gott. Das ist der Nachteil, ne? Was haben wir denn jetzt noch? Ich weiß es nicht. Oh, da sind wir wieder bei Standard zurück. Verdammt. Das ist halt jetzt die Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass mir... Oder? Nee, das da. Oh Gott. Gott. Das dauert eine ganze Weile, muss ich ja gerade mal sagen. Ach nee. Nicht die Abbau bleiben sie, so wie sie sind. Stimmt. Ich dachte mir, ich baue die jetzt ab und dann... Let's go. Ja, ich weiß nicht. Das oder das? Das da. Also noch eins. So, und dann haben wir das. Ja, ich weiß, der Chisel ist jetzt fast kaputt. Ganz toll. Einen Moment, dann machen wir jetzt einmal... Einen Moment, wie heißt das? Vertical Oak Wood Planks in Disarray. So, da haben wir jetzt einmal diese Blöcke. 64 mal. Ja, komm.
Ist doch schon mal viel schöner als das. Da hätte ich vielleicht bei den Wänden auch gleich dran denken können, aber habe ich nicht. Da müssen wir leider ein paar Chisel dann, ja, dafür verwenden. Aber gut. Kostet ja auch nicht so viel, so ein Chisel, ne? Was natürlich auch sehr gut ist. Kommt sehr gelegen, gerade für so einen Vollnoob wie mich, der dann im Nachhinein immer noch das Zeug ändern muss. Halt. Moment. Geht das auch? Ah ne, das sowas geht nicht. Hab ich schon gar nicht mehr im Kopf, ne? So, nein. So. Ja, machen wir hier mal schön den Boden rein. Ich weiß ja, wie das so gefällt. Gott, ich weiß nicht, wie das so gefällt. Nein! Ich glaube, ich werde das ändern müssen. Ich werde das sowas von ändern müssen. Shit. Aber jetzt nicht. Noch nicht. Oh, guck mal, der fast perfekt gepasst. Nee, noch ändere ich das nicht. Nee. Kostet ja auch zu viel, ne? Ist das fertig? Nee. Wäre auch heftig. So, Gewürzpflanze. Ja, ganz toll. Oh, wir werden später noch so leckere Sachen machen können. Ey, oh Mann, da freue ich mich schon wieder drauf. So. Ja, wie wir das an den Seiten machen, weiß ich noch überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Da müssen wir da noch gucken. Ich hätte nur jetzt gerne mit dem Essen, ehrlich gesagt, fertig, ne? Aber, naja, das dauert halt auch noch ein bisschen. So, könnte ich denn jetzt vielleicht schon mal ein paar Carpenter-Blöcke machen? Warte mal, ich mach mal hier ein paar Sticks und dann nehme ich mal ein Stack hier. Ach, warte mal. Geht eigentlich anders. Genau so macht man das. Scheiße, was ist denn jetzt? Hä? Moment. Carpenter? Oh. Ach so. Ja, das ist natürlich... Ja, komm, mach mal den 8 hier weg, ey. Ja, das ist natürlich jetzt richtig doof, ne? Ich mach mal so... Ja, komm. Wie viel kriege ich denn da jetzt raus, wenn ich das so mache? 40. Naja, das... Ich wollte ja sowieso jetzt erstmal nur Türen machen. Dafür reicht es natürlich auf jeden Fall. Wobei, ich mache gleich noch... So. Und zack. Howdy, Partner. So. Moment. Verdammt. Das ist aber auch nicht so schön, ne? Da müsste, glaube ich, Stein hin, oder was auch immer der Weg dann hier ist. Da hätte ich gerne einen Steinweg eigentlich. Aber naja, da müssen wir uns dann später drum kümmern. Jetzt mal hier erstmal. Ich glaube, das geht hiermit. Ja, ich mache erstmal das hier da rein, weil eigentlich würde ich zwar das da eher nehmen, aber da wir jetzt gerade so eine Holzknappheit haben, mache ich das erstmal so. So. Zack und zack. Nice. So, aber wenn die Tür so drin ist, dann hat das ein bisschen mehr Tiefe, ne? Das ist schöner. Und da kommen dann schön die Fenster rein. Da freue ich mich schon sehr. Das sieht jetzt schon mal einigermaßen gut aus. Also wenn man so guckt, könnte man fast denken, dass es ein schönes Haus ohne Fenster ist. Aber auch nur fast. Ja, wir brauchen halt echt Holz. Mann, wir brauchen Holz. Ja, das sieht echt verdammt schön aus, das Spiel, ne? Also mit dem Shader. Moment. So. Das sieht so schön aus. Ja, das Holz brauchen wir nicht. Lass mal stehen. So. Weg mit der Natur. Sie muss fallen. Die Natur ist böse. Sie hat meine Mutter beleidigt. So. Ach, verdammt. Naja, komm. Bevor jetzt hier so ein Pimmel in der Landschaft steht... Was hat er da gerade gesagt? Ja. Nehme ich das lieber mal mit, weil das muss auch nicht sein. Das ist übrigens tatsächlich auch Sims-Musik, ne? Von Sims 1, wie es aussieht.
kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, ehrlich gesagt, dass da so eine Country-Musik dabei war. Quasi Klischee-Country-Musik, finde ich aber auch irgendwie geil. Irgendwie finde ich das total geil. Ist das Banjo-Musik? Ich weiß gar nicht, ob das so heißt. Ich bin nicht so bewandt, was Instrumente betrifft tatsächlich. Also das heißt überhaupt nicht. Ich weiß, was ein Klavier ist. Ja, na, na, na. So, oh. Und da ist Ende. Ja, die Holzaxt, die Eisenaxt, die hält ja, glaube ich, auch echt gut, ne? Ach, verdammt. Und schon wieder. So, komm mal mit. Ja. Birkenholz ist aber auch schön, da können wir dann später noch ein bisschen die Wohnung ausschmücken, aber jetzt brauche ich erstmal Eichenholz. Ist auf jeden Fall aber sehr gut, dass wir Birken hier haben. So. Ach ja, ach und die nächste. Ach und da hinten steht auch noch eine, oder? Hab ich gar nicht gesehen. Naja. Ja, also 100%ig bugfrei ist das natürlich nicht. Also was heißt bugfrei? Dass sowas passiert ist natürlich, das ist ganz klar. So, nice. Hab alles aufgehalten. So, ich müsste jetzt eigentlich ja hier mal ein paar Bäumchen wieder pflanzen, ne? Dass wir dann auch wieder weiter Holz haben und das hier nicht so kahl ist, weil hier hinten können ja die Bäume, glaube ich, bleiben. Hilfe, ne? So, wir müssen gleich erstmal wieder ins Bettchen gehen. So, aber ich pflanze noch so ein paar Bäumchen. Das muss noch sein. So. Zack. Zack. So. Ja, komm, da können wir mal eigentlich mal alle. Nein! Aua, verdammt. Scheiße. Shit, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ah, nicht sprinten, bitte. Ach, verdammt. Ey, ich bin ja froh, dass das jetzt nicht die große Schlucht ist, ne? Boah, das wäre jetzt... Boah, das wäre jetzt so ein bisschen assi gewesen. Warte mal, da ist Kohle, da baue ich mich mal nicht hoch. Na, komm, so. Oh Gott. Die schwarze Nacht, ich sehe nichts mehr. Moment, ich gehe ins Bett. Ich glaube, das ist das hier. Jawohl. Heilige. So. Und da ist er schon wieder hell. So, den Rest pflanze ich auch nochmal ein. So, lala. Ja, wunderbar. Wunderbar. So. Oh, nö. Und da ist der andere, den habe ich schon ganz vergessen. Jawohl. Auch schön. Das ist echt total geil, ne? Das sieht total geil aus. Ja, das hier werden wir dann später mal wirklich zumachen müssen. Vielleicht dann von da hinten irgendwie einen Durchgraben oder so, dass man da zumindest noch hinkommt, weil es wäre auch blöd, wenn man da nicht mehr hinkommt, ne? Glaube ich. Guck mal, da ist ein Schmetterling drin.